Moins. Bam. Kurz mal beim Aldi drin. Ich brauche da noch was und bin mal gespannt, ob sie was vom Endcase haben, weil ganz viele haben das irgendwie schon gefunden. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, ob es leer ist. Oh ja, es ist leer. Geil. Wow. Das ist cool. Gucken wir hier gleich mal rein. Ne? Geräusche von diesem Ding hier, wa? Von dieser Rollbahn. Das ist jetzt hier 5% Zwiebeln. Oh, hier ist der mit Tankdeckel. Den habe ich schon. Dadurch habe ich den gefunden. Ohne den Tankdeckel, den habe ich dann liegen lassen. Ich weiß nicht warum. Und mittlerweile denke ich schon, oh, kannst du mal mitnehmen. Weil da war der Tankdeckel so weg, also da war überhaupt keiner vorhanden sozusagen. Der war so, das war so krass gemacht, ey. Noch besser als bei dem roten. Ja, ist auf jeden Fall hier neuer. Guck mal, BMW ist auch noch da. Ja, schicki schick. Dieses Ding. Hier eine schöne Honda. Ja, bei dem Honda machen sich wirklich schöne weiße Viewriders auf jeden Fall gut. Würde ich mal sagen. Schon geil. Einmal diese zugelassen mal. Ja, also ein bisschen was Neues ist wohl gekommen, aber ja, den gibt's hier auch nochmal. Tausendmal bestimmt und demnächst. Kicken wir mal hier rein. Auf jeden Fall schön leer, ey, das ist geil. Oh, das ist echt geil. Ja. Das Ding gibt es jetzt in weiß. Manche lassen den ja liegen, den weiß habe ich schon gesehen. Oder sie haben ihn vielleicht schon. Ich werde mir den in weiß auf jeden Fall auch holen. Also der ist schon geil. Also wieder, weil das Modell jetzt lange nicht rausgekommen ist. Dann haben wir ihn wieder. So, und das wartet hier auch schon lange. Ab und zu mal gucken, weil, ja, seht ihr, da liegt nämlich auch manchmal, ja. So. Da kommen sie dann mal ordentlich, wa? Wuff. Wuff. Alter. Sushi-Tuner. Holy Crip. Holy Crap. So, wir gucken. Uralt, der Camaro. Bis gleich im nächsten Laden nochmal. Okay, ich fahre noch in einen rein. Bis gleich. Die Sonne geht unter. Ja, und wieder mal alte Welle. Alte Stelle, alte Welle, sag ich mal.
Ne? Man kennt's ja. Sag mal, so viele Aldis habe ich ja auch nicht in der Nähe. Oh, schön kühl. Ich meine schwantigen Freunde. Und es geht gleich an die Kasse, die leer ist. So, jetzt bin ich gespannt. Wobei, es sieht schon nicht so toll aus. Oh, da haben sie aber wenigstens den Toyota. Also Toyota ist schon etwas neuerer. Was noch? Ach, gib mal hier. Ja, ist ja krass. Dann haben wir da den. Naja. Das war doch schon. Das war die lieben Freunde. Der Tech-Modell-Dingsbums. Ja, das sieht aber nicht gut aus, du. Das sieht mir nicht so gut aus, du. Sind wir, haben wir hier schon wieder gewütet und ihr handelt wie die Verrückten? Oder? Ja. Denke ich mal schon, ne? Da hinten ist doch auch dieser eine, wa? Na, dieser neue. Der ist auch ziemlich neu. Und wieder dieses Ding. Und nochmal den. Und hier nochmal diesen. Ja, diese Viper, wie gesagt, habe ich jetzt auch schon. In mehreren Farben, also mir reicht das. Den braucht man echt nicht so tausendmal. Es sei denn, man ist ein Fan von denen. So, und hier sieht es auch sehr mau aus, muss ich mal sagen. Tja, also das wird dann auch wieder so ein typisches Handling-Video. Ich habe ja mir vorhin ein paar Videos angeguckt und viele Grüße ihn an den Diecast Hunter und an Nico, die auch meinten, es war wohl ein Satz mit X, nämlich nix. Ja, hier haben wir schön zweimal Panjero. Ja, und bei mir ist es dann auch jetzt wirklich wieder mal ein Satz mit uns. So, das war's hier, meine Freunde. Tja. Schade, schade, schade. Aber gut, so ist es doch. Ich kaufe jetzt das ein, was ich wollte, und dann sage ich Peace. Frieden auf der Welt, Rinjahauen. Macht euch einen schönen Abend. Das war wirklich ein kurzes, knackiges Video. Bye, bye. Rinjon. So, wenn jetzt noch mal kurz einen Abstecher machen, mal Woolworth. Gucken wir mal, ob es was Neues gibt. Ja, weiß ich jetzt nicht. Müsste man hier alles wieder durchwühlen. Ist der hier da, der ja auch der Super ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. So, und auf Wunsch von ein, zwei Leuten, die, also was heißt Wunsch? Das war ja eigentlich eine Kritik, was ja völlig in Ordnung ist, wenn eine Kritik korrekt ist, also sagen wir mal, wie nennt man denn das? Berechtigt. Die haben nämlich gemeint, ich filme zu oft meine Füße, quatsch zu viel rum und zeig oder spiel zu viel Klavier und so. Ja, und jetzt dachte ich mal, gut, machst du das einfach mal anders. Sprich, in Zukunft werden nur noch Videos kommen, sag ich mal so. Dann könnt ihr ja auch eure Meinung wieder schreiben, die jetzt sich wirklich nur auf die Autos projizieren, sag ich mal. Ja, so wie jetzt zum Beispiel. Dann sieht man nicht mehr meine Füße. Mag ja auch nicht jeder. Und ja. Das geht halt jetzt wirklich denn nur noch um die Autos. Ich werde auch versuchen, kein Klavier mehr zu spielen. So gut ich das finde. Und eigentlich verdrehe ich mich auch nicht für andere. Also ich mache es eigentlich, wie ich das will. Aber man sollte ja auch Kritik vielleicht mal annehmen und mal gucken, was die anderen vor allen Dingen sagen. Mal sehen. Ich bin sehr gespannt. Warum ich das ja immer mache, ist das, weil... Ihr seht ja, es gibt so Phasen, wo du wirklich nichts zu zeigen hast. Man geht aber trotzdem los und sucht, ist ja klar. Versucht irgendwas zu finden und so weiter. Ne? Und da versuche ich einfach so ein bisschen ja, Witz und Pep mit drin zu bringen, dass das nicht alles zu steif ist, sag ich mal. Zu eintönig oder wie man das auch immer nennt. Aber wenn euch das hier besser gefällt, dann, ja, wie gesagt,
Ich höre mir auch gerne mal Kritiken an. So, aber ihr seht, hier ist ja nichts irgendwie Neues oder irgendwas. Das ist alles hier schon abgegrast. Ja, sehr schade. Also, der ist noch ziemlich neu. Der Pajero, den habe ich jetzt hier echt schon oft gesehen. Also nochmal. Also den Pajero haben wir hier dreimal, guck mal. Zack. Zack, zack. Zicki, zacki. Ja. Und hier, man sieht, hier ist nichts. Juti, dann werde ich mich jetzt mal darauf einstellen, dass ich jetzt nicht mehr das filme, so wie ich so laufe. Ist ja auch ein bisschen schwierig, das ist ja wie eine Umstellung. Gut, bis gleich. Ja, aber ein bisschen davon muss noch bleiben. Also ich lasse mich jetzt ja nicht voll verbiegen, nur weil ein, zwei Leute das sagen. Oh, da haben wir wieder den Porsche. Kick mir ihn an. Aktion 1 Euro, das stimmt ja jetzt auch nicht wirklich. Wir kicken hier rein. Oho, aha. Also der ist auf jeden Fall hier schon mal. Aber immer mit diesen Aufklebern da drauf. Ey, die haben das nicht gelernt, Alter. Die haben es immer noch nicht gecheckt, dass das scheiße ist. So, ihr seht, hier ist jetzt auch nicht viel. Also man müsste jetzt hier wirklich sich durchgucken. Also das heißt, viel ist schon da. Ja. Aber... Ja, der erste fällt schon. Der erste gefallene ID-Bus. Oh, kick mal. Also die haben hier auf jeden Fall was Neues gekriegt. Das ist schon mal klar. Der war letztens nicht hier. Und der auch nicht. Das ist nämlich der Treasure Hunt. Genau. Okay. Da ich den aber auch schon habe. Oh, und der ist auch da. Kick mal. Geil. Da ich das schon habe, brauche ich das nicht nochmal. Da ist nochmal der Porsche. Krass. Motorrad, beziehungsweise, was ist das für eine Semmel eigentlich? Moped. So, da ist der Audi auf jeden Fall, aber der mit Tankdeckel. Schade, also ich suche noch den mit, also ohne Tankdeckel. Oh, das haben sie auch da. Krass. Okay. Ja, das hat sich hier auch nicht geändert. Das ist immer der alte Kram. Jo. Braucht man eigentlich ja nicht durchgucken. Ich gucke trotzdem hier unten weiter. Nissan. Mazda. Hier ist der BMW. Oh. Also ein paar neue haben sie hier irgendwie dazugehangen anscheinend. Würde ich mal behaupten. Da ist dieser Dodge. Das ist auch ziemlich neu. Frag mich jetzt nicht, welches Case wieder. Will ja nicht falsch sagen. L. Da ist er, dieser Corvette, diese Corvette. Da hinten hängt der alte Dings da. Mhm. Da ist noch ein Muzzlebound und zwar der. Dann kicken wir uns mal hier kurz hier nochmal an. Schade. Aber siehst du mal, hängt ganz hinten. Weißt du? Also hätte man ja auch Glück haben können. Fliegt alles runter. Da ist der alte Mazda noch. Ostern. Tschüss. Hier ist er hier. Schmeiß weg. Ha, Grüße gehen an Manu raus. Der alte Carbonator-Freak. Also hier haben sie auf jeden Fall den Opel Kadett noch. Was ziemlich cool ist. Aber der war ja mal eine Zeit lang auch. Naja, nicht überall zu haben. So, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier durchkramen soll. Oh, hier unten, kriegt man, liegt er hier. Krass.
ja auch lustig. Und er auch nochmal. Oh, sorry für das abrupte Ende. Altes Problem, kennt man ja. Ich habe leider auch, was heißt leider, gestern noch an meinem Custom Umbau, rumgebastelt und das natürlich auch aufgenommen. Und ja, da war natürlich nicht mehr so viel Platz. Ich habe aber nichts Großes gefunden. Ich war noch im Teddy drinne und ja, alles der alte Kram seit, weiß ich nicht, einem gefühlten Monat ist da nichts Neues gekommen. Da ist aber auch noch so viel, dass du, ja, weiß ich nicht. Ich habe mir aber eine Karre mitgenommen und zwar diesen Honda Civic. Ich hätte mir gerne den alten Honda Civic, wo hier unten, der ist auch in Rot und dann steht hier unten Civic. Den hätte ich gerne nochmal gehabt, aber der ist anscheinend, ich habe das nachgegoogelt, aus dem vorigen Jahr, aus dem D- und dem E-Case. Also den noch zu finden, ist glaube ich nicht mehr machbar. Nicht mehr, aber gut, ist auch nicht so schlimm. Ich habe ihn irgendwo zweimal bestimmt. Also zum Umbauen habe ich den mir auf jeden Fall öfter geholt. Lange Rede, kurzer Sinn, eine Minute schon wieder. Mann, das war's für dieses Video. Rinnihauen, grüß ihn rüber. Peace.